Hallo zusammen, heute geht's um Booster. Nicht um Ladebooster, sondern um solche Teile hier, sogenannte Booster oder Verstärker auf gut Deutsch. Und ein Ladebooster ist ja ein Ladeverstärker. Ich habe hier zum Beispiel einen von Shout, hier habe ich den kleinen von WCS. Aber es geht heute um diese Booster. Ein Booster, den braucht man zum Laden der Batterie, ist aber kein Ladebooster. Was ist dieser Booster? Also dieser Booster hier, ich packe den aus von WCS. Das ist ein Ladebooster. Und das hier ist nur ein Booster. Was ist der Unterschied zwischen diesem Booster und diesem Ladebooster? Der ist wasserdicht. Das brauchen wir, wenn wir in Fahrzeugen zu wenig Strom oder wenig Spannung haben für Kühlgeräte. Dieser Ladebooster, nee, ist kein Ladebooster, mit dem kann ich auch eine Batterie laden. Von hier nach hier. Von der tieferen zur höheren Spannung. Normalerweise fließt der Strom immer von der höheren, hier ist eine Lithiumbatterie drin, mit 12,8 Volt Nennspannung, zu der 12 Volt Batterie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lithiumaufbaubatterie habe und eine Starterbatterie, eine Standardbleibatterie, dann kann ich die Kabel verbinden und dann lädt es mir von der Lithiumbatterie die Starterbatterie und in 10-15 Minuten kann ich dann wieder fahren. Umgekehrt, vom tieferen zum höheren Spannungsniveau brauche ich einen Ladebooster. Oder eben einen Booster. Nur, der Booster kann nicht so viel wie der Ladebooster. Ladebooster hier 60 Ampere, 70 Ampere, der hier macht 30 Ampere, der macht auch 30 Ampere. Aber der lädt, bis diese Batterie leer ist. Das heißt, wenn ich ein Boot oder ein Wohnmobil habe und ich habe diese Starterbatterie und ich hänge diesen Booster dazwischen, dann lädt der, bis die Batterie leer ist hier, oder die hier voll ist, oder das Teil hier eine Temperatur über 60 Grad erreicht. Dann geht die Ladung zurück. Also ich muss den irgendwo aufhängen, wo er ein bisschen gekühlt wird. Das trifft aber auch zu für diesen Ladebooster und diesen Ladebooster. Ich muss die kühlen, weil wenn ich die nicht kühle, dann fällt die Leistung zurück oder sie schalten ab. Bei diesem Ladebooster habe ich den Vorteil, ich habe ein D-Plus-Signal. Das habe ich bei diesem nicht. Das heißt, wenn der Motor läuft, schaltet dieser Ladebooster ein, er funktioniert, sobald der Motor ausgeht, Lichtmaschine dreht nicht mehr. Ist auch keine Ladung mehr. Ich kann jetzt das D-Plus-Signal nicht auch von der Lichtmaschine nehmen, zum Beispiel auch von der Zündung. Das heißt, ich gebe hier einfach 12 Volt drauf aufs D-Plus-Signal und dann funktioniert der und der funktioniert ohne. Aber ich kann die nicht abschalten. Das heißt, wenn ich den im Wohnmobil verbaue, muss ich entweder so einen Handschalter nehmen, so einen NATO-Knochen hier und den ein- und ausschalten. Da muss ich aber dran denken, dass dieser eingeschaltet ist, dann funktioniert das genau gleich. Oder ich nehme ein Trennrelais, das ist eben 200 Ampere, da würde auch ein kleineres reichen, dass ich über D-Plus schalte und dann mit dem hier ein- oder ausschalte. Das heißt, wenn ich den über das Relais schalte,
läuft der. Jetzt bei den großen Ladebooster, hier jetzt vom Schau zum Beispiel, der hat noch Temperatursonden, der kleine auch. Das hat der nicht. Für was brauche ich eine Temperatursonde? Entweder wird die Batterie beim Laden zu warm, wenn sie Zellenschluss hat, bei der Lithiumbatterie eigentlich nicht, weil die schalten dann ab, wenn sie zu warm werden. Wenn ich hier mit 30 Ampere lade, dann ist das eigentlich kein Problem. Wenn ich jetzt aber einen 60 Ampere Ladebooster will, wie den hier, 70 Ampere, da kann ich auch zwei von denen nehmen, da habe ich auch 60. Ich hänge die einfach parallel, kein Thema. So einer kostet 80, da sind wir irgendwo bei 300. Also 160, zwei Stück. Aber ich brauche noch das Relais und die Temperatursonde. Jetzt gibt es diese Temperatursonden hier, die muss auf die Lichtmaschine. Oder ich nehme den großen von WCS, der hat eine Temperaturüberwachung, auch andere. Sobald die Lichtmaschine warm wird, die einen regeln bei 80 Grad ab, die anderen noch höher. Ich sage, alles über 100 Grad ist ein bisschen wahnsinnig. Da muss die Lichtmaschine zuerst mal wieder runterkühlen und dann kann ich die wieder einschalten. Das kann ich auch regeln über diesen Thermostaten, der dieses Relais ein- und ausschaltet. Einfach in die Zuleitung rein, sobald der Fühler hier an der Lichtmaschine zu warm wird, schaltet das Relais aus und meine Ladung ist fertig. Wirklich fertig. Bis die Lichtmaschine wieder kalt ist und dann kann ich wieder laden. Die großen Ladebooster, 60, 90 Ampere, die haben das standardweise drin, dass ich die Lichtmaschinentemperatur überwache, weil sonst verglüht euch das Teil und es funktioniert dann nicht mehr. Ja, das ist Ladebooster gegenüber, Booster gegenüber Ladebooster. Ich bringe euch ein anderes Video. Hier verlinke ich euch zu Ladebooster und ich wünsche euch einen schönen Tag.